So, wir machen mal eine kleine Bildershow zur Abwechslung. Ich hoffe, das klappt. Ihr müsst mich auch gut hören. Ich bin ja ganz gut in Chicago angekommen. In den Staaten habe ich dann noch so ein bisschen im Flugzeug Internet. Das war sehr lustig. Ihr seht auch mit Anzeige der Position. Und dann gab es dort ein sehr lustiges Heftchen mit Dingen zum Einkaufen. Hier zum Beispiel der Küchenrollenhalter mit eingebautem USB-Ladeanschluss oder dieses Monster-Aufblaskissen, damit man im Flugzeug schlafen kann. Skyrest, sehr spannend. Oder diese Kinder auf den Schultern trage Sitzkonstruktion abgefahren. Genau, für mich gab es auch nochmal einen Gin Tonic. Und dann gestern früh ein wunderschönes Frühstück mit diesem Automaten. Da habe ich heute nochmal ein Video gemacht. Das werde ich demnächst auch nochmal posten. Da gibt es nämlich hier links den Teig. Den wirft man dann rechts in das Waffeleisen. Das dreht sich dann und tada, fertig, kommen wunderschöne Waffeln raus. Nochmal hier ein Foto. Das wird nachher mehr Sinn ergeben. Das ist der Android Overall aus dem Google Store, den es für $86 zu kaufen gäbe. Genau, aber eigentlich wollen wir die Fotos von gestern angucken, da ein bisschen was zu erzählen. Genau, ich war ja schon sehr früh wach gestern, um 4 Uhr irgendwas, um genau zu sein. Und ich bin dann relativ früh zu dem Google Campus gefahren. Auf LinkedIn habe ich schon irgendwie diese Fahrräder gesehen. Ich dachte, das müssen Google Fahrräder sein, waren es auch. Die stehen irgendwie dort auf dem Google Campus überall rum, der ist riesig. Also es sind mehrere Blöcke an Häusern. Das dahinter ist, glaube ich, auch schon Google. Und das nutzen die Mitarbeiter einfach, um von A nach B zu kommen. Die stehen dort unangeschlossen rum. Und so früh am Morgen ist da auch noch nicht viel los. Deswegen noch ein paar coole Fotos von dem Campus ohne Menschen. Hier kurz nach Sonnenaufgang quasi leckere Stühle. Und auch wieder ein Haufen Fahrräder. Hier ein kleines Panorama, das sind die Gebäude 1950, 2000 und noch einmal, die haben alle so vierstellige Zahlen, die Gebäude. Im einen Gebäude ist auch der Google Store, den ich dann eigentlich abends nochmal besuchen wollte, aber leider darf man dort nur einkaufen, wenn man ein Gast eines Google-Mitarbeiters ist, offiziell, also so ein Badge hat oder Mitarbeiter von Google selber, das fand ich sehr blöd. Genau, natürlich auch die Android-Statuen besucht. Wie ihr seht, und im Hintergrund das Android-Gebäude. Das haben sie irgendwann ganz lustig mit dieser Figur sogar in den Gebäudeeingang eingearbeitet. An der Stelle. Und da saß wirklich jemand, also es war so 7:45 Uhr, jemand in der Lobby und hat Klavier gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein Mitarbeiter war, der einfach quasi früh ein bisschen Klavier spielt. Oder ob das quasi so Teil der Experience, der Erfahrung ist, dort zu arbeiten, dass da jemand Klavier spielt. Genau, da bin ich vor dem grüßenden Android-Männchen. Und was auch sehr lustig war, es gibt diese Parkplätze mit den werdende Mütter-Parkplätzen. Also wenn du schwanger bist bei Google, dann darfst du dir einen extra Parkplatz sichern. Genau, danach ging es weiter zu dem Facebook-Campus, wo ich heute gelernt habe, dass es der ehemalige Sun Microsystems Campus ist. Der ist ein bisschen weiter nordwestlich und kompakter. 3.500 Leute passen da wohl rein, mit ungefähr genauso vielen Parkplätzen drumherum. Also jeder kann parken. Da stehen auch ein paar Pfeiler rum, aber es ergibt nicht viel Sinn, weil es irgendwie alles um den zentralen Platz orientiert. Und man kommt immer ganz schnell ins Gebäude. Ja, da steht noch diese lustige Golfcard rum mit Facebook Poke als Kennzeichen. Und auch hier wieder werdende Mütterparkplätze. Und wie ihr seht, habe ich auch hier mir das Fahrrad geschnappt. Was auch sehr lustig war, es gab bei Facebook dieses Valet-Parking, also du konntest dein, kommst quasi zur Arbeit fahren und dein Auto abgeben beim, wie heißt denn der, Concierge. Und der parkt das dann für dich. So. So, das war das Video, das brauchen wir nicht nochmal. Hier, das ist, also ehemals stand hier noch Sun Microsystems dran, die haben da nicht mal den. Das Schild irgendwie groß verändert, sondern nur ihr Logo draufgeklebt, also das Like-Logo. Sehr lustig, die ganze Sache. Und wie man beachtet, der Straßenname
die Hackerstraße. So, von dort ging es weiter, nochmal den Apple Store in Mountain View besuchen, der ist sehr hübsch. Und dann bin ich zur Geburtsstätte des Silicon Valley gefahren, in der die Garage, in der Hewlett und Packard damals ihr Business gestartet haben. Da ist die Garage nicht sehr spektakulär, aber wenn man die Umstände weiß. Dann mal kurz bei dem ehemaligen Haus von Steve Jobs vorbeigefahren, man beachtet den schönen Garten mit wilden Blumen und Fruchtbäumen. So, dann ging es weiter nach Stanford, Stanford Campus. Hier die Selfie-Profis mit dem Selfie-Stativ an der Stelle. Sehr hübscher Campus. Ich habe mich so ein bisschen einer Tour angeschlossen von wahrscheinlich Erstsemestlern oder Leuten, die dort studieren wollen. Habe mich da so ein bisschen mir was erzählen lassen. Also irgendwie, wenn man da einmal drin ist, dann geht es einem wohl sehr gut. Und die Uni versucht einen auch, soweit es geht, zu unterstützen. Man kann übrigens ins Ausland. Das war ihr ganz wichtig. Sehr hübsch, sehr cooler Campus, sehr sauber. Wie ihr es ja auch seht, es ist sehr, sehr ordentlich. Und also auch die ganze Kultur, die ganze Studentenkultur scheint dort sehr groß zu sein. Man fängt ja hier auch in den USA an, also die leben ja erstmal alle zusammen in diesen Unterkünften, diesen Dorms. Das schweißt wohl sehr gut zusammen. Hier seht ihr das Schild für die Miniröcke und Mustache-Party, für die Schnurrbart-Party. Das ist die Gruppe, mit der ich da, der ich mich dreisterweise angeschlossen habe. Hier nochmal ein Foto. Alles fährt Fahrrad. Und auch hier haben Hewlett und Packard ihre Spuren hinterlassen. Die haben nämlich zwei Gebäude gesponsort. Und auch unser Freund Bill Gates hat ein Gebäude gesponsort. Sehr lustig ist hier, man beachtet diese Knubbel auf den Hand, auf der Leiste hier, damit die Skateboarder nicht langrutschen können. So, das ist wiederum die Garage, in der Steve Wozniak und Steve Jobs damals ihre ersten Apple-Computer zusammengelötet haben. Man kann nur ahnen, dass die jetzigen Besitzer da nicht so glücklich drüber sind, dass ihr Haus unfreiwillig so berühmt ist. Und es gibt, wie ihr seht, Schilder, die darauf hinweisen, dass es immer noch ein Privatgelände ist. Genau, dann der Tag endete mit dem Apple Company Store, der einzige Apple Store, in dem es T-Shirt gibt. Ich habe natürlich auch gleich eins gekauft. Die Susi kriegt auch eins. Mein kleines Souvenir aus der Gegend. Man beachtet auch noch das Logo, das ist noch in dem alten Design. Hier ist der Eingang zum Infinity Loop 1. Und da gibt es auch noch einige Gebäude drumherum mit Apple. Mitarbeitern. Genau. Ansonsten, den Tag habe ich gestern Abend noch einen Film hier ausklingen lassen. Bin dann wieder relativ früh ins Bett und heute auch schon wieder früh aufgewacht. Heute geht es noch ins NASA-Museum. Ins NASA Explorations, nee, Moffett Field Historical Museum. Das Moffett Field ist hier nämlich um die Ecke. Da ist, glaube ich, da landet das Space Shuttle, wenn es an der Westküste landen muss. Aber es gibt kein Space Shuttle mehr, deswegen ist das ein bisschen irrelevant. Aber großes NASA Research Forschungszentrum. Und dann will ich noch ins Computer History Museum. Das hat heute noch bis 5 Uhr nachmittags auf. Heute Abend ist dann Core Sushi. Sushi essen mit anderen iOS-Entwicklern hier um die Ecke. Und ich werde auch noch ein paar Leute vom Zug abholen. Das wird hoffentlich auch sehr lustig. Und morgen werde ich wohl einen Mini-Roadtrip machen, nochmal an die Küste. Und schauen, was es dort zu sehen gibt. Den Highway 1 ein bisschen fahren. Die letzten Meter, bevor ich dann das Auto zurückgebe, mit BART, Bay Area, irgendwas, Rail Transport. In die Innenstadt zu fahren, mein Ticket abholen, ins Hostel einzuchecken und dann morgen die WWDC besuchen zu gehen. So viel von mir. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen.